Ja, das ist nochmal eine kurze und kompakte Aufgabe, die in wenigen Schritten das Thema bedingte Wahrscheinlichkeiten erklären soll. In einer Fernsehshow muss sich der Kandidat für einen Umschlag entscheiden. Du siehst die Umschläge hier, sie sind zum Teil rot, grün und blau und haben Zahlen darauf. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er keinen blauen Umschlag nimmt? Das kann ich jetzt schon mal abspeichern, das ist das Ereignis B, um das soll es gehen. Wenn er sich vorher schon, jetzt kommt die Zusatzinformation, überlegt hat, keinen Umschlag mit einer ungeraden Zahl zu nehmen, das wäre das Ereignis A, also die Zusatzinformation, die dazukommt. Jetzt müsste man sich erstmal überlegen, was sind die Einzelwahrscheinlichkeiten. Wenn man jetzt sich die Zusatzinformation anguckt, nämlich keinen Umschlag mit einer geraden Zahl oder beziehungsweise er möchte ja keinen Umschlag mit einer ungeraden Zahl nehmen, also wie groß ist die Menge, die sagt Umschlag mit gerader Zahl, das sind eben die 2, 4 und 6. Das sind drei Elemente im Verhältnis zu 7 gesamten Elementen, die hier gegeben sind, also die Wahrscheinlichkeit erstmal für diese Zusatzinformation ist 3/7. Dann gibt es noch das Ereignis, um das es denn hier eigentlich wirklich geht, nämlich wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er keinen blauen Umschlag nimmt. Kein blauer Umschlag sind ja die Umschläge 1, 2, 5, 6 und 7. Das sind 5 Umschläge oder 5 Elemente von 7 Gesamtelementen. Jetzt ist aber die Frage, verändert die Zusatzinformation hier die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis B, also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass er keinen blauen Umschlag nimmt? Ja, das tut es auf jeden Fall, denn er sagt ja, er möchte einen Umschlag mit einer geraden Zahl. Also das ist die Zusatzinformation, die man jetzt auf einmal erhält. Diesen Gedanken hatte er zu Hause. Also kommt dann ja nur noch die 2, die 4 und die 6 in Frage. Und die Wahrscheinlichkeit, jetzt also keinen blauen Umschlag davon zu haben, wären jetzt also dieses hier und dieses hier. Das heißt, diese beiden Ergebnisse hier, diese beiden Elemente würden das Ereignis B noch erfüllen. Das sind 2 von nur noch verbleibenden 3. Also mit der Zusatzinformation wird die Gesamtmenge an Elementen auf 3 Elemente runtergekürzt und dann sind es noch 2, die das Ereignis B erfüllen, also 2/3 ist dann die Wahrscheinlichkeit hier für B bedingt Zusatzinformation A.